und du kannst bei mir. Heute mache ich eine Frühlingsblume, dafür braucht ihr auch eine Schere, aber und eine Serviette. Also, dafür müsst ihr die Serviette auffalten. Dann faltet ihr einfach ganz normal wie ein Fächer so. Einmal so, umdrehen und so. Und das macht ihr bis zum Ende. Und dafür braucht ihr auch noch eine Schnur, auch nicht zu lang. Und dann nehmt ihr das so, aus die Schnur. Ihr habt fest und tut einfach einen ganz normalen Knoten reinmachen. Und wenn ihr dann die Knoten dran gemacht habt, tut ihr einfach die Enden, die noch rumhängen, abschneiden. Also, dann nehmt ihr einfach das und zieht es hier einfach ganz normal auf. Und ja, manchmal sind da auch noch ganz kleine, wie man sieht. Und das macht ihr dann überall. Es tut mir leid, ich muss so umziehen. Aber, ja, ist ja egal. Also, das hier, das müsste dann eigentlich so aussehen. Also, wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr jetzt ganz feuchtig arbeiten. Kommt ihr hier mit der Schere, schneidet es hier auf. Also, wenn ihr das dann auseinandergeschnitten habt, dann sieht es ungefähr so aus. Jetzt bestimmt nicht so ganz ordentlich, aber... Und dann reißt ihr es wieder auseinander, das ist wieder der Einfachheit. Gut, und hier ist die fertige Blume. Und ja, aber wer es nicht geschafft hat, ist jetzt nicht so schlimm, das kann nicht jeder. Und viel Spaß!